Die Tesla-Aktie steigt und steigt. Plug Power gewinnt 50% in dieser Woche und BioNTech scheint wieder zu steigen. Wir schauen uns in diesem Video an, was ist in der letzten Woche passiert und wie kann es genau mit diesen Werten und auch mit dem breiten Aktienindex weitergehen in den nächsten Wochen. Und da fangen wir mal an mit dem DAX, mit dem heimischen. Und wir sehen, wir haben die alte Marke bei 13.830 in etwa geknackt. Wir haben ein neues All-Time-High. Ich zoome mal kurz raus und wir sehen hier, ja, im Februar das High, das entsprechende 13.835, haben wir geknackt. Und wir sind hier mit Dynamik hochgeschossen, was prinzipiell als ein bullisches Signal zu werten ist. Wir gucken uns das Ganze mal ganz hier historisch an. Ja, der DAX hat langfristig einen Aufwärtstrend hier seit der Finanzkrise. Und das ist zwar teilweise volatil abgelaufen, auch verglichen mit den amerikanischen Märkten, mit Sicherheit nicht so eine gute Performance. Aber das lässt doch hoffen, dass wir hier demnächst auch wieder auf dem deutschen Aktienindex viel Rendite mitnehmen können. Und das ist, wie ich da gerade schon sagte, ein bullisches Signal. Wir haben jetzt hier diese Linie, das alte Hoch ist eine Unterstützungslinie jetzt, weil wir eben mit Dynamik hier durchgebrochen sind. Und das heißt ganz konkret, ja, Ansage ist, es müsste weiter nach oben gehen und wenn man das Ganze traden möchte, dann könnte man einen Stop hier unter diese Linie setzen und dann hat man doch, denke ich, ein ganz gutes Chancen-Risiko-Verhältnis. So, schauen wir mal auf den amerikanischen Index, der S&P 500, da sieht es ähnlich aus. Ja, also wir haben, beziehungsweise es sieht noch viel, viel besser aus. Also hier haben wir das alte High, ich habe gar keine Marken mehr hier drin, die habe ich letztes Mal rausgelöscht. Genau, das alte High als Widerstand, was als Unterstützung nun dient, aber wir sind schon seitdem viel weiter nach oben gerannt und auch hier 12,5% haben wir eben jetzt mit Dynamik sind wir hier hochgebrochen, diesen Trend, ja, den haben wir fast, ja, den haben wir quasi nach oben verlassen und das Ganze sieht auch sehr, sehr gut aus soweit. Hier hat man nur keine so schöne Abfederungsmarke, dass man hier ein Unterstützungsniveau hätte wie beim DAX. Wo ich aber darauf hinaus möchte noch ist, dass wir in dieser Woche natürlich die Wahlen hatten in Georgia und da gab es eine Überraschung. Die Demokraten haben gewonnen und letztendlich heißt das, dass die Demokraten den ganzen Kongress dominieren und somit natürlich auch Gesetze schneller und besser durchbringen können. Es könnten Steuererhöhungen kommen, das hatte man erst befürchtet, aber die Börse hat eher bullisch reagiert, beziehungsweise vor allem die kleinen Werte, und hier bin ich beim Russell 2000 Index, haben sehr, sehr positiv reagiert. Welche Werte nicht so gut reagiert haben, wenn wir uns jetzt mal den 6. Januar hier anschauen, ja, da haben wir also in dem Tag, Intraday, haben wir 4%, über 4% gewonnen. Und wenn wir uns den Nasdaq angucken, die Tech-Werte, die haben an diesem 6. Januar verloren und zwar um ca. 1,5%. Das heißt, Tech-Index nach oben, also den Nasdaq 100 nehme ich jetzt mal so als Tech-Index, weil da wirklich die Schwergewichte der Tech-Branche drin sind. Tech-Branche nach unten und die kleinen Werte, die zyklischen Werte nach oben. Also ganz klar, diese demokratische Welle, ja, die ist bullisch für die zyklischen Werte und lässt natürlich auch hoffen, dass genau diese Werte, die eben viel gelitten haben in der Corona-Krise, auch in Zukunft noch weiter nach oben angreifen können. Nichtsdestotrotz ist der Russell 2000, ja, die Small Caps, schon wesentlich höher gelaufen als zuvor das alte All-Time-High. Und das lässt natürlich auch aufhorchen, ja, Warnung an der Stelle, das Ganze wird viel optimistischer jetzt angesehen, als es noch vor Corona war, trotz dass natürlich viele kleine Werte immer noch sehr viel leiden oder mit Staatshilfen nur am Leben gehalten werden. Zur Marktstimmung insgesamt, ich habe hier das Put-Call-Ratio, und das stelle ich mal ganz kurz auf den Linienchart um. Ja, da sieht es ein bisschen besser aus, wir waren teilweise zu optimistisch in letzter Zeit, aber das hat sich gebessert, das heißt, ja, die Waage zwischen Spekulation und Absicherung im Markt ist ein bisschen ausgewogener. Wir haben wieder ein bisschen mehr Absicherung bei den großen Händlern. Mit 0,7 sind wir zwar immer noch bei mehr spekulativen Geschäften als Absicherungsgeschäften, aber das sieht auf jeden Fall besser aus, was mich auch für die nächsten Wochen positiv stimmt. Der Volatilitätsindex, der sieht nämlich ähnlich gut aus. Wir haben ein relativ niedriges Volatilitätsumfeld im Vergleich zu den letzten Wochen und Monaten.
Wenn wir schon dabei sind, zeige ich euch auch direkt hier den Dow Jones Durchschnitt der letzten, ja, ungefähr 120 Jahre. Und zwar die Nachwahljahre einer Präsidentschaftswahl wurden hier rangezogen und eben immer ein Jahr nach den Wahlen wurden die Indizes hier gemessen und in einen Topf geschmissen und dann ein Mittelwert gebildet für jeden Tag. Und dann kommt eben ein gemittelter Chart raus, der so aussieht. Und wir sind ja jetzt im Moment ja so fast Mitte Januar. Ja, das heißt, wir könnten nächste Woche, die ist noch eher ein bisschen bärisch, wobei hier, wenn man sich den Index anschaut, das ist jetzt nicht wirklich viel. Ich mittel mal, dass wir hier so im Januar bis Anfang Februar auf gleichem Niveau sind. Und der Februar, der wird dann uns ein bisschen zusetzen. So die Statistik oder die Historie der letzten Nachwahljahre. Also, wir haben auf der einen Seite Volatilität, die für steigende Märkte spricht. Und wir haben auch das Put-Call-Ratio, was besser aussieht als zuvor. Und die Saisonalität auch in den nächsten ein, zwei Wochen noch auf unserer Seite. Also bullisch eingestellt. An der Stelle muss ich natürlich wieder sagen, das ist nur meine Meinung. Und was ihr daraus macht, ist natürlich eure Sache. Ich bin auf jeden Fall positiv gestimmt für die nächsten ein, zwei Wochen. So, und dann kommen wir jetzt mal zu den Einzelwerten. Und zwar habe ich mal herausgesucht Tesla. Und ich gehe wieder auf den Kerzenchart. Und wir sehen, Tesla steigt und steigt und steigt. Wir haben hier einen Trend gehabt, der schon relativ steil war. Und wir haben jetzt einen noch steileren Trend, wo sich inzwischen Tesla auch noch von abhebt. Also Tesla steigt ungemein und ich tue mich wirklich schwer mit einer Aussage, muss ich sagen. Wenn wir uns auch anschauen, wo Tesla inzwischen ist, dann ist Tesla von der Marktkapitalisierung auf Platz 4 der ganzen Welt von börsennotierten Unternehmen. Und das heißt, Facebook und Google wurden inzwischen von Tesla überholt. Und das ist natürlich schon eine Ansage. Und jetzt geht der Angriff auf Microsoft und Amazon und dann letztendlich vielleicht sogar auf Apple los. Mal schauen, wo die Reise hier weiter hingeht. Ich werde hier in Sachen Tesla auf jeden Fall nichts machen. Coca-Cola sind am Freitag wieder gestiegen, sind aber innerhalb des Wochen innerhalb der Woche extrem gesunken. Wir messen mal, wie viel ist da rausgekommen. Wir haben hier bis Donnerstag einen Minus von 8% gehabt und von der Spitze an hatten wir, glaube ich, ungefähr 10%, genau, ja, 9,3%. Und jetzt haben wir uns erholt auf einen Minus von 7%. Warum das Ganze? Nun, Coca-Cola hat im Moment wohl einen Rechtsstreit, wo es heißt, dass Coca-Cola diesen auch verlieren könnte. Und deswegen ist diese Aktie hier kurzzeitig unter Druck. Was aber natürlich bei so einem stabilen Umsatzunternehmen, so einem Riesenunternehmen, natürlich immer eine Chance ist. Ja, es gibt relativ viel Dividende und der Kurs ist für gewöhnlich Konsumgüterbereich, Basiskonsumgüterbereich relativ stabil. Coca-Cola hat zwar auch unter der Pandemie gelitten, aber mit Impfstoff und Co. sieht es ja recht gut aus. Also schaut euch Coca-Cola ruhig mal an. Ja, ich finde, es sieht sehr, sehr interessant aus. Wenn wir hier vielleicht auch einen Trend mal einzeichnen, dann sind wir hier noch eher am unteren Ende, beziehungsweise genau da abgeprallt. Also der Trend ergibt sich aus diesen beiden Punkten und dem hier. Und hier sind wir genau wieder an der Marke gelandet. Und jetzt könnte das eben nach oben abprallen und nach oben weitergehen. Also sieht wirklich sehr, sehr interessant aus. Muss ich mir mal überlegen, ob ich da vielleicht auch etwas mache bei Coca-Cola. Nächster Wert, Plug Power. Plug Power hat 50% in dieser Woche zugelegt. Warum? SK Holdings, eine südkoreanische Gesellschaft, steigt hier ein. Die machen eigentlich mehr in Öl oder hauptsächlich, ist aber ein Mischkonzern, die machen auch ein paar andere Sachen. Und hier ist man eben zu 10% eingestiegen bei einem Börsenkurs von 29 US-Dollar. Und wenn so große Händler, so große Unternehmen hier einsteigen zu so einem Kurs, der nahe der Börsennotierung war zu dem Zeitpunkt, dann ist das natürlich eine Riesenaussage und sehr, sehr positiv für Plug Power. Infolgedessen gab es hier zwei große Gaps. Und ja, die Tage sahen auch entsprechend gut aus und jetzt sind wir natürlich extrem hoch geschossen hier. Plug Power, genauso wie bei Tesla, würde ich die Füße stillhalten und wenn überhaupt auf einen Rücksetzer hier warten nach dieser enormen 3-4-Tages-Rallye. Dann haben wir QuantumScape und QuantumScape ist ja ein Batteriehersteller aus den USA und die sind einfach mörderisch gut gelaufen. Von November, Anfang November bis
ja, was haben wir hier? 22. Dezember, also anderthalb Monate ungefähr, 1000% nach oben. Und wer so viel steigt, der muss auch irgendwann mal die Luft ablassen. Und deswegen sind wir hier vom Hoch bis zu der heutigen Notierung auf minus 57% wieder nach unten gegangen. Aber das ist einfach normal. Ja, selbst jetzt haben wir noch ein Riesenwachstum von etwa, was haben wir da, 384% in nur 2-3 Monaten, ist einfach wahnsinnig. Wer auf Volatilität steht, ich tue es nicht. Ich habe keine Ahnung, wie es hier weitergehen soll. Der kann hier gerne rumtraden. Ich würde da auch die Finger von lassen. So, BioNTech, interessant. Und hier haben wir wirklich eine interessante Situation, wie ich finde. Wir hatten einen Aufwärtstrend hier mit dieser orangenen Linie. Und den haben wir eben durchbrochen hier am 22. Dezember mit einigermaßen Dynamik, mit einigermaßen auch Volumen, habe ich zwar jetzt nicht dargestellt, aber hatte ich schon im Vorfeld nachgeschaut. Und dann sind wir erstmal weiter gefallen. Ist klar, wir verlassen einen Trend nach unten und dann ist erstmal nach unten keine Grenze gesetzt. Ja? Freier Fall ist angesagt, Verkäufer kommen ins Spiel, Käufer können die Marke nicht mehr halten. So, und dann sind wir hier eben abgeprallt an einer Marke. Ich weiß gar nicht, wo die, ja, die ist jetzt wirklich charttechnisch jetzt nicht unbedingt. Ja, die haben wir von hier, weil es vielleicht nicht so vorhersehbar. Tatsache ist auf jeden Fall, dass wir in dieser Woche dann auch wieder Erholung hier gesehen haben und hier auch ein Gap gehabt haben. Und ja, das ist natürlich wiederum gut, denn wir haben hier eine Korrektur in diesem Abwärtstrend, beziehungsweise wenn man diesen Abwärtstrend so mal einzeichnen würde, ja, so steil, ja, dann haben wir ihn nach oben verlassen. Ist vielleicht ein bisschen zu steil, also da würde ich mich jetzt nicht unbedingt drauf verlassen. Tatsache ist aber, wir laufen hier gegen diesen wichtigen Widerstand. Ja, das war ein sehr markantes Hoch, schnell angelaufen, wieder abgeprallt. Und wenn wir diesen Widerstand hier nach oben mit Dynamik durchbrechen, dann haben wir gute Chancen, dass wir wieder in den alten Trend hier reinkommen, rein technisch gesehen. Und dann ja, setzt euch auf jeden Fall eine Marke, ja, BioNTech beobachten. Könnte sehr, sehr interessant sein, wenn wir diese Marke hier mit Dynamik wieder nach oben ja, schaffen. Dann habe ich noch CD Projekt. Hatten wir letztes Mal schon im Wochenrückblick. Und ja, wir hatten ja eine ziemlich steile Fahrt nach unten wegen Cybershot 2077 oder so, wie das Spiel nochmal heißt. Genau, das wurde ja zu früh gereleased mit zu viel Bugs. Ja, auf den Konsolen läuft es teilweise nicht gut. Und das hat eben der Aktie natürlich zugesetzt. Und wir haben hier erst eine kurze Erholung gehabt, stürzen aber jetzt weiter ab. Und warum nenne ich diese Aktie? Nun, weil rein charttechnisch haben wir hier, das ist das Corona-Tief, haben wir hier eine Zone, eine Unterstützungszone, die sehr markant ist, weil wieder schnell angelaufen und schnell daran abgeprallt, sehr, sehr markant. Und wenn wir diese Zone hier anlaufen, na, dann könnte das eine Trading-Idee sein, dass man eben sagt, okay, daran prallen wir auch wieder ab. Aber dafür müssen wir natürlich dann auch erstmal noch ein wenig Kurs hergeben. Also sind so ungefähr 12%, bis man hier in der Mitte dieser Zone wäre. Und dann könnte das doch eine Idee sein. Ja, so viel zum kurzen Wochenrückblick und auch zum Ausblick. Ihr habt gesehen, ich sehe es relativ bullisch. Die positiven Signale überwiegen bei mir und die negativen Signale sind nicht so ausgeprägt meines Erachtens. Und deswegen werde ich auch in den nächsten beiden Wochen mehr in die Vollen gehen und mehr long positioniert sein. Und vor allem mit Aktienoptionen werde ich da weiter angreifen und mehrere Optionen schreiben. Wenn du nicht weißt, was das ist, dann schau dir doch mal dieses Video an, da habe ich das ganz genau erklärt und du kannst auch gerne auf sebastianlegrand.de kommen, Link unten in der Videobeschreibung und dann unterhalten wir uns mal genau über solche Aktienstrategien, wie du dich vielleicht weiterentwickeln kannst für deine individuelle Situation. So, dann wünsche ich euch jetzt noch alles Gute, eine erfolgreiche nächste Woche. Bis dahin, euer Investierer. Tschüss!